Und damit willkommen zu einem weiteren Test von mir und wir spielen heute die Alpha-Demo-Version von System Shock, der Neuauflage, ja. System Shock hat eine Neuaufnahme bekommen und ja, wie es scheint, haben wir gar kein Intro. Wir kommen mit keinem Menü, wir kommen direkt instant in das Spiel rein. Und es sieht auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus. Okay, haben wir ein Schlafquartier. Gut, haben wir Optionen da? Optionen, Graphics. Oh, okay, haben schon sehr viele Graphics. Alles klar, gut, dann haben wir keine Graphics. Oder Controls, Audio, ne. Gut, dann halt nicht. Ist ja auch nur noch eine Pre-Alpha und so. Wie findet ihr es? Es sieht schön, es sieht cool aus. Läuft doch einigermaßen flüssig bei mir. Er macht doch Right-Click, hä? Oh, ich habe Linksklick gemacht. Scheiße, ups. Nothing happened. Nothing happened. Okay, was haben wir hier? Nee. Was ist das? Media Raider, okay. Oh, eine Waffe, nice. Hallo? Oh, wer bist du denn? Ach, hallo, Rebecca. Was ist das? Things on Citadel Station are bad, very bad. The comms are dead and there is strong evidence of a biological contamination on board. Ich höre euch gerade gar nicht zu, muss ich ehrlich gestehen. The station's mining laser is charging for potential strike against Earth. Nathan Darcy is the science officer on board. He has information on shutting the laser down. His office is on your level. Was ist das? Get there immediately. See what you can find. Okay. Kann man das irgendwie ausrüsten? Okay, und das war hier eine Batterie. Kann ich auch ausrüsten? Los, einfach mal alles aus. Hardware, aha, okay, Software. Okay, wir sind auf jeden Fall ein Roboter, wie es scheint. Oder irgendwie so eine Art. So, hier. Ach, kann man doch nicht, okay. Jo, okay, hier ist auf jeden Fall, wie man sieht, schon einiges passiert. Du bist böse. Wow. Aua. Stirb. Ist jetzt tot? Er hat eine menschliche Hand dabei. Rüsten wir die aus? Nee, können wir leider nicht. Okay, also wird auf jeden Fall schon. Es ist sehr blutig. Vielleicht geht es jetzt in Richtung Doom oder so. Ich kann menschliche Sachen aufheben. Alter Schwede, okay. Warum kann ich menschliche Sachen aufheben? Warum? Okay. Warum? Wofür? Okay. Weil erstens wäre das ein Zombie gewesen. Was? Ein Shift drücke? Dead Crewman, okay. Also totes Crewmitglied. Hier geht's lang. Wow. Ups. Hier kommen wir hin, ja. Können wir das egal? Hat die gerade Die geschrieben? Oh, 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 wo kommst du denn her? Stirb. What the fuck? Und hier ist auch schon. Oh ne, das ist unser. Oh, Granaten. Können wir die stacken? Ja, wir können stacken, nice. Ist das hier? Okay, wir können es aufladen, anscheinend drin. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Granaten benutzen kann. Auch wir haben Soda kennen, alles klar. Gut. Was haben wir hier? Wahrscheinlich, vielleicht war die unten drin. Ist das. Okay, zerknülltes Papier, wow.
Was soll mir zerknülltes Papier bringen? Ich habe auch keine Ahnung, wie lange die Demo geht. Okay. Das weiß ich nicht. Okay, hallo, hallo. Enter Code, ja, was soll ich den Code wissen? Aber können wir. Kann ich das irgendwie untersuchen? Oh, ich kann mich auch zur Seite legen, wie ihr seht. Data? Wir haben keine Data gefunden hier irgendwie. Hallo? Hast du vielleicht ein Stück Papier für mich? Ist ja was an die Wand gesprayt vielleicht? Da ist noch eine Kamera. Kann ich eigentlich untersuchen? Oder die kannst du sogar untersuchen. Ich werde nicht hier beobachtet werden die ganze Zeit. Das scheint hier der Medizinflügel zu sein. Gut. So, weg mit dir. Hast du was dabei? Nee. Ja, ist ein bisschen doof. Okay, manchmal haben wir noch Mikrolex hier. Ja, sonst für die Optik und so weiter ist die Performance. Au. Oh. Ah, ich muss das so, okay. Glück, dass ich den eingetroffen habe. Was ist das? Alter, guck mal, wie das Ding aussieht. Alter, okay, diese Treffer. Kannst du mal sterben? What the fuck? Die Trefferzonen sind noch ziemlich kacke gemacht. Medi-Ding, okay. Wie kann ich denn jetzt die Sachen nutzen hier? Ah, okay, ich kann die so machen. Das hier reinhaue und den 1 drücke. Ah, ich geheilt. Nice. Okay, gut. Da habe ich das System schon mal verstanden. Oh, mein Gott. Bah! Schnauze! Da kommt noch so ein Vieh. Ich kann keine Granaten einsetzen. Toll. Hey, erwisch mich einfach. What the hell? Hacker! Boah, wow, nochmal eine Hand. Ich würde gerne die Granaten einsetzen können. Ich leg die mal auf 1. Noch mal welche Monster. Das ist ein Medic. Oder? Jawohl, Medic. Wenn ich den jetzt auf die 4 lege. Letzte 4 funktioniert's, okay. Ich kann einfach nur die Granaten benutzen. Was ist das hier? Okay. Das scheint gelockt zu sein. Es ist auf jeden Fall cool. Der Style hier so. Ist das hier eine Gummizelle? Oh, ist aber so ein Tief. Oh, komm her. Track dich weg, Junge. Hat der gerade versucht zu blocken? Ja, er hat auch nichts dabei. Mann, warum haben die alle nichts dabei? Wie geht's denn hier weiter? Hier ist nix. Habe ich irgendwie eine Taschenlampe oder so? Schau mal nicht. Kann ich da hoch? Nee. Hä? Was soll ich denn jetzt in diesem Raum hier finden? Oh, ist hier so ein bisschen Blut am Boden, eine Leiche, mit der ich nichts machen kann. Hier ist nix. Okay. Hä? Ich jetzt erwarte, dass hier irgendwas Tolles ist. Kann ich nicht benutzen. Ich meine, ich höre die ganze Zeit jemanden laufen. Das geht auch nicht. Guck mal, der lebt noch. Ich kann ihn leider nicht wegtragen oder so. Ne, schade. Aber der einzige Raum, den ich jetzt habe, ist der hier. Hier ist nichts. Damit kann ich nichts machen. In den Ecken liegt auch nichts. Hier in dieser wunderschönen Grafik kann ich auch nichts machen. Was soll ich denn jetzt machen? Patch der
Oh. Das ist eine Kamera. So. Hast du vielleicht was dabei? Nö. Was soll ich denn jetzt hier machen? Da kann ich hier. Nee. Geht auch nicht. Kann ich die Hand ausrüsten? Oh. Ich habe Hände gedroppt. Wieso habe ich so viele Hände? Was ist ein Bug? Das ist ein Bug? Ich kann Hände regnen lassen. Alter Schwede. Jetzt noch mit dem Körper? Ne, den Körper kann ich nur wegschmeißen. Kopf? Ne. Kopf geht das auch nicht. Alter Schwede. Was ist jetzt los? Ah, die sind also, werden einfach nicht mehr genommen, okay. Hey, Alter Schwede, what the fuck? Geht das mit dem Bein? Mit dem Bein geht das auch nicht. Alter Schwede, ich kann alle Hände aufnehmen hier. Oh, Inventar voller. Not enough room, what? Dann sortiert er mal hier schlauer an, Mann. So, so, guck mal. Und schon haben wir wieder Platz. Schön können wir hier Menschenschände mitnehmen. Viel wie wir wollen. Was soll ich jetzt hier machen? Gegen Kloppen bringt auch nichts. Der Jerry kann man auch nichts mehr sagen. Ich kann die auch nicht stoppen. Ach du Scheiße, okay. Dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Oh, ups. Man kann einfach aus dem Inventar rausfallen. Ah, das geht. Hä? Wenn wir den ganzen Müll hier rausschmeißen, ne? Alter Schwede. Ah, okay, die sind so gebuggt. Okay. Die auch? Ja, die auch. Hey, Leichenhaufen. Ich glaube, ich springe euch ja spät zum Abstürzen. Alter Leichenberg. Ich bringe einfach mal spät zum Abstürzen. Lal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 a. Jo. Wie viele Menschen hier wohl gestorben sind. Kann ich auch nichts machen. Kann ich hier einschlagen vielleicht. Ja, toll. Der kann ich kaputt hauen. Der ist auch noch eine Tür, theoretisch. Da müssen durch die durch. Da ist noch eine Kamera. Nee, da kommen wir nicht dran, schade. Granaten haben wir auch nicht. Die wir einsetzen können, wir haben zwar welche Inventar, aber wir können sie einsetzen. Lass mich mal durch, Kollege. Ja, was sollen wir jetzt hier machen? Ach, guck mal. Den kann ich durchsuchen. Kann ich dann vielleicht den Kollegen hier in dem Raum doch durchsuchen? Wir schauen mal eben. Nee, können wir schon mal nicht. Dort hat er auch nichts dabei gehabt. Ah, guck mal hier. Keycard, okay. Komm wahrscheinlich. Hier jetzt rein. Okay. Kisten, die wir öffnen können. Noch mehr zerknülltes Papier. Was habe ich mit dem ganzen zerknüllten Papier, frage ich mich. Noch eine Granate, die ich nicht einsetzen kann. Wuhu. Mal so ein Stump-Ding, keine Ahnung, was das ist. Papier. Also mein zerknülltes Papier muss ja hier echt gut sein. Wow. Noch mehr Beine. Warum habe ich... Nee. Weg mit dem Bein hier. Bläh.
So. Kann ich noch was machen? Was hat mir das jetzt gebracht? Dann wird mir das nichts gebracht. Behaupte ich einfach mal. Aber vielleicht sind ja jetzt die neuen Monster aufgetaucht. Scheinbar nicht. Kann ich jetzt hier was machen? Was soll ich denn jetzt machen, Mann? Spiel, sag's mir doch einfach. Oh, okay, es geht auf jeden Fall jetzt runter, wenn ich auf die Leichen dazu gehe. So, ist ja echt kein Eingang, Durchgang oder sonst irgendwas. Kann ich auf die Kisten jumpen und hier was machen? Nee. Wow, wow. Kisten kann ich auch nicht mitnehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Nee, geht alles nicht, ich weiß. Danke dafür die Info. Hat mir noch irgendwie was hier? Hier vielleicht irgendwie was? Ist nur die Kiste, die hat man auch schon durchsucht gehabt, ja. Was ist das eigentlich? Medi. Eine empty Medibox. Wow. Dann kann ich es mitnehmen. Hier kriege ich nur Energie dazu. Vielleicht muss ich ja energiegeladen sein. Aber bin ich eigentlich schon. Von daher, ja gut. Ich denke mal, ich muss hier durch, aber... ist unpowered. Und das hier... Security ist in... ja, kann ich irgendwas dahin schmeißen. Hier, nimm mal das... Sodop. Meine Sodas! Nein, jetzt habe ich die Dinger aufgenommen. Ich wollte doch nur meine Sodas haben. Ich kann die jetzt halt nicht aufheben. Wow, toll. Ich habe schon wieder rausgetappt. Mann. Jetzt kann ich meine Sodas auch wegschmeißen. Papierkrümel auch hier weg. Ein paar Hände hierhin so. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Die Batterie, die ich habe, kann ich auch nicht benutzen. Ich klopp die Scheiße aus dir raus. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist ja wie gesagt auch nur ein Alpha. Vielleicht soll es hier auch noch gar nicht weitergehen. Wer weiß das schon? Ich weiß nicht mal, ob das Anfang vom Spiel wirklich ist. Ob das einfach nur ein Showding ist. Stimmt, das ist einfach nur so ein Showding. Aber ich muss schon sagen, grafisch. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Klar kommt nicht an den Doom oder so dran, aber es macht trotzdem Stimmung, wie ich finde. Ja, die Gegner sind lustig anzusehen, also ganz ehrlich. Also wenn die wirklich die Gegner hier beibehalten. Oh. Kann ich den Kopf einschlagen? Ach, es sind keine Zombies, sind Mutanten. Okay. Nein, bitte schlag mich nicht. Au, au. Ich schlag dir die Scheiße raus, Junge. Jetzt kann ich dir die Hand geben? Ah, so kann ich die Hände loswerden. Hier, nimm es, danke. Ja, jetzt bist noch du da, aber ich komme noch nicht ran. Kann ich irgendwas so mitnehmen vielleicht? Ich E gedrückt halte, Shift gedrückt halte, ne. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Was ist das eigentlich hier? Eine zerplatzte Soße. Okay. Kann ich alles weg tun. Entschuldigung. Eieiei. So. Krankheit, ne? So, jetzt habe ich das Ding genommen und. Kann jetzt mit nichts anderes machen. Wow. Also ich habe echt, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr weiter wisst, wie es weitergeht. Könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, könnt mal schauen, wie ihr das Spiel findet bis jetzt. Also ich finde,
Na gut, ab ins Zeug kann man jetzt nicht bezeichnen. Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche designte Räume wie den hier und das hier so. Das macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen Laune. Bugs gibt's auch schon, haben wir schon festgestellt. Na gut, wie gesagt, das ist eine Pre-Alpha. Ansonsten, ja, ich bin gespannt auf das Game. Ich bin gespannt, was daraus wird, weil könnte ein guter Horror-Titel werden, beziehungsweise so. Ja, vielleicht ein würdiger System Shock-Nachfolger in geilen Style. Nennen wir es mal so. Ja, nennen wir es mal einfach so. Denn System Shock ist ja leider ist ja inzwischen auch schon gealtert und nicht unbedingt zum Guten gealtert, sagen wir mal so, ne? Also bei System Shock, da muss man echt ein bisschen. Hier kann ich auch nichts machen, schade. Was steht eigentlich drauf? Subjekt, okay. Nichts Interessantes, gut. Gut, mit diesem tollen Rauchfontänen verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Netztest wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Yeah.